Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt The Legend of Zelda Link's Awakening. Ja, ihr habt richtig gehört, The Legend of Zelda Link's Awakening ist jetzt für die Nintendo Switch erschienen. Der Ursprung von The Legend of Zelda Link's Awakening war schon 1993, als es damals für den Game Boy erschien und hat diverse Neuauflagen bekommen, darunter auch eine für den Game Boy Color, Link's Awakening DX. Und Link's Awakening jetzt für die Nintendo Switch vereint beide Spiele in einer total optisch schönen Grafik. Ich meine nur, liebe Leute, wie lange ist das her? Es ist über 20 Jahre her. Es sind sogar 25 Sekunden. Jetzt müsste ich mal ganz kurz rechnen. Da war wieder so die Sache mit dem Rechnen. Es sind 26 Jahre. So, 26 Jahre ist es her, als das erste The Legend of Zelda Link's Awakening erschienen ist. Und ja, jetzt wollen wir es spielen. Das Ganze natürlich dann entsprechend auf dem normalen Modus. Und ja, gib deinen Namen ein. Ja, das machen wir auch. So. Und natürlich, wie immer, bin ich der Trueplay. Lieber Trueplay, legen wir los. Das Ganze natürlich mit Facecam, versteht sich. Ein Glück, du bist wach. Ich dachte, du warst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein, ich heiße Marin. Du bist auf der Insel Kokolint. Bist du in Ordnung? Geh den Weg entlang nach Süden, um zum Strand zu kommen, wo ich dich gefunden habe. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen. Aber sei vorsichtig, dort wimmelt es vor Monstern, seit du angespült worden bist. Hoho, endlich bist du wieder auf den Beinen. Heiße übrigens Taryn. Geht es dir gut, Trueplay? Was, wo ich deinen Namen weiß? Das steht auf der Rückseite von diesem Schild hier. So, jetzt muss man natürlich dazu sagen, das Schild mit, ja, okay. Jetzt muss man dazu sagen, natürlich habe ich dieses Spiel zigtausend Mal gespielt und das Ganze auf dem Game Boy und nicht auf dem Game Boy Color. Das heißt also, die Color-Varianten kenne ich nicht, dafür aber die ganzen anderen Varianten und, uff, das sieht noch schwerer aus, als es ist. Im Moment reicht deine Kraft nicht dafür. So, und hier gibt es natürlich auch einige Neuerungen und guckt euch mal dieses optische Meisterwerk an. Wow, wie geht der denn? Ja. So, dann wollen wir uns mal die Welt draußen anschauen. Ladebalken in Zelda kenne ich auch kaum. Noch nie erlebt, noch nie. Und da sind wir, im Möwendorf. Oh, guck mal, das ist ein Chainchomp. Ach, da kommen wir noch gar nicht lang. Da sind die Kinder, die immer den Ball gespielt haben und... Ich finde es auch interessant, dass man jetzt hier einfach mal so scrollen kann, ohne dass da ein Bildwechsel ist oder sowas. Sondern wir hier einfach ganz normal lang gehen. Und es wirkt alles so niedlich, so knuddelig und vertraut und irgendwie doch neu. Hä? Ich wollte gerade sagen, wieso machst du denn das nicht? Feinies. Und da haben wir es. Unser Schwert. Hä? Ja, warum guckt er? Er kann das doch noch gar nicht hören. Das ist geil. Es ist also dein Schwert. Jetzt verstehe ich, warum die Monster so unruhig sind. Ein mutiger Jüngling ist gekommen, um den Windfisch zu wecken. Es heißt, man könne die Insel nicht verlassen, ohne den Windfisch aus seinem Schlaf zu holen. Du solltest zuerst nach Norden in den Zauberwald. Natürlich sind die Texte jetzt auch bei weitem schneller zu lesen und einfacher und es ist natürlich angenehmer. Und da haben wir es. Nun hast du dein Schwert gefunden und bist froh, deinen Namen darauf zu lesen. Schwinge es durch Drücken von B, um Gegner anzugreifen. So, und da sind wir schon. Und können endlich loslegen. Liebe Leute, jetzt geht es los. Jetzt geht's ab. Seid ihr mit dabei? Wenn das Spiel so richtig abgeht und der Trueplay macht frei... So, ja. Jetzt können wir auch mal hier die Schilder angucken. Vorsicht, Seeigel, mit dem Schild zur Seite schieben. Ja, ist es jetzt eigentlich blind, weil es ja eigentlich wieder neu ist, oder ist es doch nicht blind? Ich hätte ja auch den Heldenmodus nehmen können, weil ich es ja schon zigtausendmal durchgespielt habe.
Aber ich weiß, ich werde an den einen oder anderen Punkt kommen, wo ich wieder nicht weiter weiß. Oh, hier gibt es auch Rubine. Bam. Ja, und wie ihr jetzt gerade schon festgestellt habt, im Vergleich zu der Gameboy-Version habt ihr jetzt mehr Tasten zur Verfügung. Und ganz wichtig, ihr könnt nicht mit dem digitalen Steuerkreuz spielen. Ihr müsst also mit dem Analogstick spielen. Was jetzt nicht schlimm ist, ne, muss man jetzt dazu sagen. Aber trotzdem, ne? Wurmpalast, Borongo-Strand. Wenn deine Herzen fast leer sind, solltest du schnell eine große Fee finden, habe ich mal gehört. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch ein Kind. Ich habe gehört, dass man Minus drücken kann, um auf die Karte der Insel zu sehen. Und man kann auch durch Drücken von A Sachen mit Pins markieren oder sich mit X an Dinge erinnern. Ich weiß auch nicht, wie das ist. So, und hier haben wir die Karte. Und guckt euch das mal an. Hier haben wir die gesamte Karte. Hier ist das System, wo man speichern kann. Hier sind die Items. Und da seht ihr schon Y und X. Und ja, wir haben jetzt insgesamt 6 Tasten zur Verfügung. Was genau alles in den Tasten sein wird, das werde ich euch natürlich dann später noch erklären, wenn es denn soweit ist. So, hier haben wir dann Bücher und da oben ist ein Buch, was wir dann auch brauchen, wo wir jetzt noch nicht rankommen. Dafür brauchen wir die Pegasus-Stiefel, die es aber erst später im Verlauf des Spiels geben wird. So, das Erste, was ich aber definitiv machen werde, und zwar, das mache ich immer. Immer. Oh, hier gibt es Herzen. Und zwar ab in den Brunnen springen. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nie auf einem Nintendo-Event gespielt oder sonst irgendwo auf der Gamescom. Ich wollte es unbedingt jetzt erst spielen. Du hast ein Herz erhalten, rufe mit Plus das Inventar auf. Und sieh dir an, wie viele du schon hast. Interessant finde ich, wie er jetzt hier rauskommt. Zack. Dann ist er voll die Treppe runtergestürzt eigentlich, ne? Da. Bonjour, mein kleiner Komet. Sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Ja. Und für ihn brauchen wir eine Schleife. Für die Schleife brauchen wir eine Banane. Für die Banane. Also da gibt es auch noch diverse Aufgaben, die dann auf uns zukommen. Ja, mir geht's gut. Und dir? Ah, wie soll ich es sagen? Aber naja, könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint, Ulrira ist sehr schüchtern. Ich soll ihn von draußen anrufen? Mhm. Ja, so einige Dialoge habe ich schon mittlerweile nicht mehr so im Kopf, aber naja. So fühlt man sich heutzutage, wenn man in eine Telefonzelle geht. Man kommt sich irgendwie so total in die Vergangenheit versetzt vor. Und wenn ich das hier sehe, so Holz und... naja. Ja, hier, Ulrira. Frag mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. In der Dorfbücherei gibt es interessante Bücher. Nun, du solltest sie mal lesen. Tschüss. Okay, gut. Wir könnten jetzt alle Bücher lesen. Aber machen wir jetzt noch nicht. Oh, oh. Habe ich ganz vergessen. Die Wirbelattacke ist natürlich auch wieder mit dabei. Und hier bekommen wir unsere erste Muschel. Du hast eine Zaubermuschel erhalten. Wozu sie wohl gut ist. Ja, die Zaubermuscheln geben dann später einen Bonus. Ich weiß nicht, ob sie den Bonus jetzt hier angepasst haben. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr alle Zaubermuscheln sehen wollt oder nicht. Soll es ein 100 LP werden oder sagt ihr, nee. Wir brauchen kein 100 LP. Es reicht uns, wenn du es ganz normal die Story spielst, weil das ist ja das, was ich immer hauptsächlich mache. 70% spielen, was ja dann immer so die Story beinhaltet. Ja, denn die meisten Spiele sind so konzipiert, dass man mit 70% viel vom Spiel gesehen hat. Ja, und 100% ist dann, hallo? Danke. 100% ist dann so die Königsklasse. Ich finde die Grafik so bezaubernd. Und hier haben wir dann das Kranspiel. Und das sollen sie jetzt auch angepasst haben. Und hier geht es schon los. Hier gibt es ein Schild. Hier gibt es eine Yoshi-Münze und alles. Wunderkran, ein Spiel, 10 Rubine. Mit den Knöpfen bewegst du den Kran. Der Rest ist Timing. Stell dich an die Knöpfe und viel Erfolg. Ah, verdammt. Krieg ich die Yoshi-Puppe?
Nein! Nein! Oh, das ist fies. Das ist schwerer als früher. Noch ein Spiel? Ja. Ja, ich verballer jetzt schon mein ganzes. Nein, nein, komm, 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 komm. Nein! Alter, ist das gemein. Das ist echt schwer geworden, Leute. Das ist wirklich schwer geworden. So, jetzt habe ich noch, ich glaube, 10 Rubine habe ich noch. Ja. Ja, der sitzt. Der sitzt. Voll wunderbar. Was? Fick dich. Komm einfach vorbei, wenn du Lust auf ein Spielchen hast. Was? Ich will jetzt diese Yoshi-Puppe haben. Ich fühle mich gerade richtig vom Spiel verarscht. Au! Hat der Hund einen, oder der Wolf einen damals auch angegriffen? Oder der Fuchs? Ich glaube, es ist ein Fuchs, ne? Also haben sie jetzt eher als Fuchs dargestellt. Marin, die uns dann ein Lied singt. So, 24. Kannst du ruhig nochmal so einen Fünfer droppen. Na gut. Ich glaub's nicht. Habt ihr das jetzt gerade gesehen? Ja, ich will nochmal. Ja, komm. Jetzt erwischt den Yoshi richtig. Nein, den erwischt er wieder nicht richtig, oder? Oder? Doch! Ja! Ja! Er hat ihn. Noch ein Spiel? Nee, jetzt gerade nicht. Machen wir dann in einer anderen Folge. Das Herzteil und die Rubine holen. Oh, du hast eine Yoshi-Puppe bekommen. Endlich liebst... Endlich, du liebst Yoshi. Jetzt müsste ich nur wissen, wo muss die Yoshi-Puppe hin? Irgendwo wollte er eine Puppe haben. Ui, du hast dir die Yoshi-Puppe geholt. Das haben wir schon eine Ewigkeit versucht. Unsere Mama will unbedingt so eine haben. Okay, jetzt müsste ich wissen, wer ist seine Mama. Ah, das ist auch neu, oder? Wer ist denn seine Mama? Wo ist seine Mama? Wird das jetzt einem erklärt? Du bist ja ein toller Hecht. Unsere Mama wird so neidisch sein. Wie? Oh, sie ist wahrscheinlich zu Hause. Unser Haus ist im Norden. Mit den zwei Türen. Okay. Ja, also ich glaube, sie haben hier auch ein bisschen was angepasst, was hier die Texte angeht. Im Norden mit den zwei Türen da. Aber natürlich will ich immer noch Rubine haben. Schade. Oh, schenkst du meinem Kind die Yoshi-Puppe, bitte? Natürlich. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Moment, ich gebe dir das für die Puppe. Du hast eine Yoshi-Puppe gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du sie irgendwo diese Schleife tauschen. Ja, genau, das ist nämlich die Sache. Ihr müsst jetzt hier entsprechend durch die ganze Gegend laufen und das Ganze hier mit den ganzen Leuten tauschen, tauschen, tauschen und tauschen. Bis ihr dann irgendwann schlussendlich genau das bekommt, was ihr haben wollt. So, mit Marin möchte ich jetzt gerade nicht reden, denn ich weiß nämlich schon, wo die Schleife hinkommt. Diese Schleife kommt nämlich hier zu ihr. Oh, wenn doch nur mal jemand käme, der ein Schleifchen... Wenn doch mal jemand käme, der ein Schleifchen besitzt, den würde ich gleich in die Unterhütte nebenan weiterschicken. Mein kleines Schnippchen sehnt sich nach einem neuen modischen Accessoire. Okay. Musste man nicht ihr das geben? In die Hundehütte nebenan.
Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Oh, diese Schleife. Oh, ich brauche sie. Sofort. Ich gebe dir dafür auch eine Dose Hundefutter. Hier ist dein Hundefutter. So, und wir haben Hundefutter. Spätestens ab hier hat mich das Ganze nie mehr interessiert. Weil ich mir dachte, Hundefutter? Hä? Warum kriege ich jetzt Hundefutter? Aber okay, Gott. So. Okay. Zauberwald. Achtung, unfreundliche Moblins. Gut. Der Zauberwald. Was erwartet uns im Zauberwald? Ich finde das so geil, dass er das Fliegen schon hört. Der muss richtig laut sein, der Uhu. Uhu, willkommen im Zauberwald. Du wirst diese geheimnisvolle Insel auf keiner Karte finden. Stell dich der Aufgabe, den Träumenden zu wecken. Denn solange der Windfisch schläft, kannst du sie nicht verlassen. Warst du übrigens schon am Wurmpalast im Süden des Dorfes. Du findest den Schlüssel zu dem Ort hier, in diesem Wald. Der Windfisch beobachtet dich. Uhu. Toll, ein Stalker. Da haben wir sie, die Moblins. Ach, sie sehen noch so klassisch aus wie eh und je. So. Das hier ist ein kleiner Panda. Hehe, du wirst dich verlaufen. Ich sorge dafür. Hehe, verlaufen. Ach ja, stimmt. Oh. Hier ist eine große Fee, aber die brauche ich jetzt noch nicht. Oh, komm, ernsthaft. Cool ist auch, dass die Gegner ihn jetzt hier stundenlang verfolgen. Boah, gehst du mir auf die Nerven. Also, sie sind schwerer geworden, die Gegner. Das muss ich schon mal anmerken. So, jetzt fragt ihr euch, warum geht er jetzt rechts lang und nicht links? Und warum geht er hier hin und nicht dorthin? Ganz einfach. Uah. Okay, gleich ist der Trupp gleich schon tot. Danke für die Herzen. Oh, leck mich doch. Böses Schweinchen. Denn wir brauchen als allererstes erstmal etwas, um diesen blöden Panda. Halt, stopp. Da kann ich noch gar nichts machen. Ah, hier haben wir wieder übrigens so ein leichtes Scrolling. Hier komme ich noch nicht weiter an das Herzteil. Ja, genau. Okay, also erst blocken. So, hier bekommen wir einen Pilz. Du hast einen Pilz gepflückt. Er verbreitet ein fauliges Aroma. Denn mit diesem Pilz und diesem fauligen Aroma können wir nämlich was ganz Spezielles gleich machen. Oh, leck mich doch. Die sind echt schwerer geworden als früher, ne? Möchte ich nur mal anmerken. Denn mit diesem Pilz können wir was ganz Spezielles erreichen und, das war dumm, lieber Troplay. Das war dumm. Bin ich jetzt total grenzlabil oder? Okay, ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht total bescheuert. Ich habe es dann doch noch begriffen. Dachte ich gerade, was ist denn hier kaputt? So. Ja, sie sehen auch so cool aus. Hui. Jetzt muss ich gerade überlegen. Boah, komm. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Yay. Auch das gibt es immer noch. Ah, hier ist kein Panda.
Ach, hier sind wir. So. Wir müssen jetzt eine Schutzeichel erhalten. Oh, ich erhalte jetzt gerade alles. Ach, ich kann nicht beides gleichzeitig haben. Okay. So, wir suchen jetzt nämlich was. Und das ist hier dieser Raum hier. Denn hier, liebe Leute, finden wir eine alte Hexe. Was es mit der Hexe auf sich hat, das werdet ihr im nächsten Part erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich. Hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part und ich bin euer Tor rein. Tschüss.